Uhrmacherstraße, Platz. Nein, nicht hier, nicht hier. Da kannst du langfahren oder da. Das hier ist mein Büro. Das sperren wir. Ich nehme morgen mit, wenn Sie wollen. Kostet aber 20 Euro. Nein, will ich nicht. Hast du mich nicht verstanden? Du sollst außen rumfahren. Das hier ist Schreibtisch. Ah, mein Schreibtisch. Ey, Finger weg. Pass mal auf, ich bin Anwältin. Ich kann dich wieder zurück in die Türkei bringen. Anwalt? Warum? Weil ich ein Messingschild habe. Da steht drauf, Dani Lowinski, Anwalt. Ich bin ein Anwalt, ich hab's irgendwo, nur nicht jetzt. Messi, Barcelona. Hör mal, geh wieder. Mensch, du musst weg. Geh weg. Komm, geh arbeiten, woanders. Komm, geh nach Hause. Hast du schlecht geschlafen? Ja, ich hab schlecht geschlafen. Ja, die sind krass, aber nichts für mich. Ich kenne da jemanden, der mag sowas. Vielleicht könnte ich da was machen. Nichts machen. Verwandte dürfen nicht bieten. Du bist mein Cousin. Angeheiratet dritten Grades, das zählt doch nicht. Sag ich doch. Hast du das Veterinäramt angerufen? Ja. Und? Die sind gesund, geschätzter Wert 4.000 Euro. Na, immerhin. Für 4.000 kaufe ich die niemals. Ibo, bitte, die Schlangen werden ordentlich versteigert. Aber trotzdem, mehr als 1.000 zahle ich nicht. Ibo, weißt du vielleicht zufällig was von einer 2- bis 3-Zimmer-Wohnung Altbau in Neustadt für eine sehr sympathische Rentnerin? Ja, okay. Ich hab schon verstanden. Ich kann dir höchstens ein paar neue Kühlschränke klar machen mit Energiesticker und so. Super, danke. Meiner tut's noch. Was fressen die eigentlich? Die fressen nur lebendige Mäuse. Ich krieg das nicht fertig, Ibo, bitte. Alter, was bist du denn für ein Mädchen? Ich mach das. Oh. Alter, ich biete keinen Cent auf diese Weichei-Schlange. Kommt wohl keiner mehr. Ivo, du bist heute unser einziger Bieter. Was willst du mit Schlangen? Der Arno mag Schlangen, aber der hat keine Kohle. Dafür hat er einen Transporter. Ich habe Waschmaschinen, aber keinen Transporter. Fang an. Herzlich willkommen zu unserer Versteigerung. Zum Verkauf stehen heute 12 Schlangen. Schätzwert der Tiere liegt bei 4.000 Euro. Mindestgebot 2.000 Euro. Habe ich ein Gebot? Ich zahle keine 2.000. Ibo, weißt du vielleicht von der Wohnung mit Rampe für einen Rollifahrer? Nee, ist ja noch schwieriger als für eine nette alte Omi. Schade. Willst du nicht auf unsere Schlangen bieten? Macht mir ein Angebot. Wir können dir laut Gesetz kein Angebot machen. Ich gebe 1.000. Emre hat recht, tut mir leid. 2.000 ist das Mindestgebot. Sorry, dann nicht. Auktion ohne Verkauf beendet. Ich will nichts von Tante Fatma. Ist von Tante Zeynep. Sarma dann? Halt die Ordnung. Ich weiß, ich habe dich schon mal gefragt, aber weißt du vielleicht von einer Wohnung, egal wie klein, aber nett, in der Nähe der Moselgasse? Jetzt für den Rollifahrer, oder? Nein, jetzt wieder für die alte Dame. Weißt du, wir haben nur noch diese Option vor uns und dann können wir verhandeln. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ah, okay, okay. Und was wollen die denn so für die Wohnung ausgeben? Naja, die alte Dame muss die Miete aufbringen können. Was wolltest du denn so für die Schlangen zahlen? Okay. Ich zahle 750 für alle Schlangen, außer Gandhi. Die könnt ihr echt behalten. Das letzte Mal waren es noch 1.000. Das letzte Mal war auch nicht die Rede von Wohnungen und einer alten Omi. $950, wenn die Wohnung einen Aufzug hat. $850, dafür weiß ich von einer 1,5-Zimmer-Wohnung. 55 Quadratmeter, keinen Aufzug, dafür Erdgeschoss. Ja? Oh. Tut mir leid, kein Bieter weit und breit. Ich würde sagen, Versteigerung Nummer 2 ohne Verkauf abgeschlossen. Auktion 2 ohne Verkauf beendet. 850 und die Wohnung für die alte Dame?
Einen Morroch, Junge. Babalargebiet, Junge. Grüß Gott. Können Sie uns helfen? Natürlich. Was kann ich denn tun? Da ist... Wir... Steigen Sie sofort in den Bus! Hallo! Ey, Kollege, was ist denn los mit dir? Was hast du für ein Problem, dass du so mit den Schwestern redest? Gar keins. Gar keins? Dann mach die Fliege! Okay. Verlorst. Was wollt ihr denn? Das ist eine längere Geschichte. Haben Sie ein Auto? Ja, natürlich. Also, was kann ich denn tun? Wir bräuchten eine Mitfahrgelegenheit. Kennen Sie Frau Billen? Um Harmonie. Habt ihr das gesehen? Was machst du zurück, Wichser? Sie einzuhalten. Dir die Fresse, Arschgesicht. Schaut denn aus, meine Herren. Sehr gut. Na gut, ja. War wohl nichts, oder? Tenor. Wieso Tenor? Weil mein Gehör in ganz außergewöhnlichem Maße geschult ist. Jetzt pass mal auf, Flöckchen. Kommst du her, als wärst du der King. Doch ich hau dich mal einfach mit dem Ring. Glaub mir, hier im Knast bin ich der King. Ich bin jetzt verdammt. Und ich weiß, jeder weiß, Jam ist der Mann. Weil ich ja nicht kann's, dann mach wieder so. Und die macht mir gerade echt voll einen auf wichtig. Doch es ist wichtig, was ich sage. Halt die Fresse, ey, stell mir bitte keine Fragen. Ich bin hier der Boss, hinter diesen Gittern. Glaub mir, wenn ich komme, kick jeder hinter das Zittern. Denn ich mach's.